Ein guter Tag beginnt. So, Kinder, ran an den Tisch. Mit einem anständigen Frühstück. Alte Ostfriesenregel. Wieso wartest du nicht, ihr müsst alle sitzen? Ich kann ja 10-mal sagen, ich bin auf Tour, ich muss Geld verdienen. Du bist heute nicht auf Tour. Und bei euch kommt keiner. Hallo? Ich sehe keinen Müll, ich war schon auf Tour. Ich war schon fleißig. Was hast du gemacht? Was für eine Frage. Das ist ja wohl der Hammer, oder? Was der XXL-Ostfriese nicht mit eigenen Augen sieht. Oder da. Dicht daran, das ist die neue Wurst. Glaubt er auch nicht. Einmal den Salzstreuer, bitte. Ja, schmeckt ihr oder schmeckt ihr nicht? Schmeckt gut. Schmeckt gut, ne? Also, die ist echt unerreicht. Und das bleibt auch bis zu der letzten Scheibe, auch wenn es jetzt 3 Tage später, ne, am dritten Tag oder so hast, genauso frisch. Das ist nur Pressfleisch. 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 Gut, dass es wenigstens im Stall was Frisches gibt. Ja, und die ganze Brennholz. Ihr könnt einen Haufen Brennholz zusammenlaufen, rund ums Haus. Ich gehe gleich hier mit dir einmal rum. Alles, was nichts mehr ist, kann hier... Muss ich euch jetzt nicht helfen, ich sie nicht. Nee. Wir können die beiden. Hier sieht es ums Haus so wie Ja, dann sagen wir, wir machen hier die Pferde jetzt. Die holt man jetzt sofort rein, die Pferde. Die nehmen wir am Kopf eben, genau. Aufgaben klar verteilt. Dann kann's ja losgehen. Bettenwechsel sozusagen. Die einen kommen wieder rein. Die anderen beziehen die Weide. Von unserem eigenen Hengst, ein wirklich Spitzentyp. Logisch. So, komm her, komm mit Mama. Lauf weiter, junge Frau, lauf weiter. Der kommt schon. Bist du soweit? Ja. Ich auch. Endlich mal wieder richtig austoben. Vorsicht. Immer aus der Ecke, bitte. Sie sucht gleich die Fohlen wieder. Jetzt müssen sie nämlich, die Mütter kennen da noch nicht, die müssen jetzt erst ihre Fohlen suchen. Hast du noch ein paar Alster? Nee. Und das mal eins zum Untersuchen. Ja, gut. Der Grund, warum der Chef es heute Morgen so eilig hat, er will noch auf große Fahrt, Richtung Bayern. Und vorher muss eben noch einiges erledigt werden. Guten Morgen, na? Süßer. Zum Beispiel Tschüss sagen. Tränkebecken sauber. Und so fein haben die dich hier in der Box mit so viel dickem Heu. Du, die sind ja alle lieb zu dir, oder? Sind ja alle lieb zu dir. Da kann man doch beruhigt wegfahren, ohne Angst zu haben, dass der Schatz verhungert. Du bist die Beste, ne? Kriegt man nicht. Das ist alles so lecker. Du kriegst als Einzigste wieder Schlickereien hier, ne? Joa. Als Einzigste wie Schlickereien. Wenn du mein Schatz bist, ne? Kriegst du dir den Hengstfohlen. Dann haben wir wieder einen kleinen Abend von dir, ne? So. Ich will los, Schätzelein. Also dann, mach's gut, Jumper. Und nicht traurig sein. Papa ist ja nur ein paar Tage weg. Und wer weiß, vielleicht bringt er dir ja was Hübsches mit. Auf jeden Fall will er sich in Bayern Kaltblüter anschauen. Und er will seinen Geburtstag bei Freund Thomas in Bad Reichenhall feiern. Deshalb kommt auch Carmen mit. Bist du schon drin? So, ein Zigarre. Was denkst du denn? Lass es stehen. Komm, nicht mit sowas spielen, was gesondert schädlich ist. Wie das Auto aussieht, das ist ja ein Sauhaufen hier. Bah. Dafür nehme ich auch eine frische. Hallo, Steffi auch. Du musst ihnen sagen, dass du mich besonders lieb hast. Ja, aber nur, wenn die Zigarre auslässt. Ja, die ist ja noch aus. Die mache ich mir an, wenn das Auto fährt. Komm, gib mir süß. Ich mag diese Stinkerei nicht. Ich krieg da keine Luft. Und krieg wieder Schnappatmung. Soll ich dir was? So, Schätzelein, jetzt geht's besser, oder? Was hast du heute gemacht? Ich habe den ganzen Tag nicht gesehen. Gearbeitet. Du siehst so erholt aus und alles. Ein klein wenig, bitte, Fenster öffnen. 2 Kilometer stockender Verkehr. Bitte.
Hallo. Falsche Seite. Tamme. Na, das fängt ja gut an. Du hast überhaupt noch nicht einmal was Liebes zu mir gesagt. Ja, wenn du mich nur ärgerst, wie soll ich wohl Liebes sagen dann? Sag mal. Ich hab dich lieb, wenn du das Fenster aufmachst. Bitte. Ich muss hier runter. Ich weiß, mein Schatz. Ich wollte dich nur geleiten, damit du dich nicht verfährst. Schätze. So lieb bin ich. Hier runter oder links abbiegen? Hier rechts, wieder rechts. Du schaffst es, sehr schwer. Irgendwie haben die beiden die 6 Stunden Fahrt überstanden. Fragt sich nur, ob sie sich noch in Sachen Fenster einig geworden sind. Kannst du jetzt das Fenster aufmachen? Sie müssen es mehr Zumba machen, 2-mal die Woche, dass das Gehirn mehr belüftet. Offenbar nicht. Aber jetzt gibt es ja Hoffnung auf frische Luft. Denn man befindet sich offensichtlich bereits in Bayern. Erstes Ziel der Reise? Ein Besuch bei einem Bekannten, der sich auf die Zucht von Kaltblütern spezialisiert hat. Ob die wohl mit Jumper mithalten können? Also größenmäßig schon mal nicht. Moin! Wo gehst du denn? Hallo, Christian. Komm mal. Schilli, Christian. Ja? Ja, den Mann kennen wir besser. Ja, das sehen wir mal. Wir waren schon zu Hause, gell? Das meistens ja, ja. Meistens. In der Regel ist das so, ne? Ja, in der Regel ist das. Ist und dann waren wir gerade im Dreh und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir dann wenigstens noch mal ein paar ordentliche Kaltblüter bekommen. Genau. Die schön. Männer kommen gleich, gell? Super. Das ist in Ordnung. Sollen wir was zum Trinken bringen? Bierchen? Ja, was mögen wir denn nehmen? Irgendwie was Kühles kann ja nicht schaden, ne? Wasser oder ja. Limonade oder. Bring mal was raus, gell? Das ist eine kluge Entscheidung. Bier ist scheinbar nicht im Angebot. Ja, man merkt, der Chef ist auch eine besondere Gewichtsklasse. Jemand lieber Bier? Nö, jetzt ist es zu spät. Doch, ich denke, wir bleiben beim Limonade oder bei Wasser. Das ist ebenso gut, ne? Schauen, gell? Ist eh zu warm für Alkohol. Die Sonne in Bayern, die hat Kraft. Ja, ja, siehst du. Okay, Zone auf bei uns. Lange nicht gesehen. Grüß dich, aber gleich wieder erkannt. Servus. Ja, super. Grüß meine deine Frau. Schön, dass du jetzt. Oh ja, ihr kennt euch ja auch, ne? Ja. Vom Verlauf her, ja. Eine stabile Bank hast. Ja. Ja. Man merkt, dass das der Chef die auch. Die haben aber schon gekauft, bevor wir gewusst haben, dass du gibst. Die war schon da. Ja, bei so gewichtigen Personen musst du auch besonders Möbel, ja. Passt ja auch her, ja, voll, ne? Ja, sitzt man meistens mit mehreren da und nicht allein. Dann würde ich sagen, lass uns mal einen kleinen Gang machen. Schöne Brüder, ey. Auf zur Kaltblutschau. Mal sehen, was die Bayern zu bieten haben. Das Hengst von, das ist die Bundesliga-Stätten, die Euphoria. Mhm. Das ist ein tolles Pferd, ja. Aber du hast ja Pferde genug, sehe ich. Hier gucken sie ja überall. Ja. Das ist eine, die ist, ja, die war 2001 Landessiegerstätten in Bayern. Das ist ein richtiger Rössel. Das ist schon, wie ist der? Ja, der wird 7 Wochen sein. Oh, das ist ein Mordbrecke. Ja, und die kommt der Grippe. Boah. Ja, hat er Gang dran. Ja, der hat Gang. Der hat es richtig. Das mit den ersten. War ein kerniger Burschen, ne? Ja, super. Ja. Ja. Kernig schon, aber nicht so hübsch wie Jumpers Fohlen. Und dies ist jetzt ein aktueller Deckhengst. Toller Typ. Was bei dir erstens das und zweitens, so wie er es auch schon verhebt er den Typ weiter. Und wenn er den Charakter, den er hat, weiter verhebt, dann sind wir wirklich zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Weil auch beim Decken, den du hast raus, der ist nicht hengstig, gar nichts. Und das ist jetzt gerade bei jungen Sturten, die das erste Mal zum Decken da sind oder was, ganz wichtig, dass der Hengst einfach anständig ist. Und nicht, wenn du einen hast, der wo rausblurrt und schreit wie der Teufel, da möchte nicht die Lust direkt Panik kriegen. Und das tue ich nicht. Na, Tamme, ganz schön beeindruckende Kaliber. Da ist auch noch eine ganze Reihe. 3, 4 Siegerstürten ohne Ende. Aber Hand aufs Herz. Das ist jetzt die Gruppe Jugend forscht. Kein Vergleich zu Jumper. Das französische Kaltblut ist einfach unschlagbar. Auch wenn diese Zucht ausgesprochen hübsch anzusehen ist. So, jetzt gibt es noch eine Extravorstellung für die Gäste aus Ostfriesland.
Ah, dann bleiben wir hier mal zur Seite stehen. Besser ist es. Schön so ein Stand, ne? Nicht, dass man noch einen abkriegt. Aber decken lässt sie nicht in dem Stand, oder? Nee. Doch, auch? Man sieht, auch bayerische Hengste sind zärtlich. Eine kurze Einstimmung, dann kommt zusammen, was zusammen gehört. Los, Rumpel. Wird sicher ein hübsches Fohlen, aber ob es mit Tüttis Hanna mithalten kann? Aber nicht schlecht, wenn sie da vorne, so vorne da nicht durch können, ist auch schön, nicht? Ja, ich kenne das ja bei uns, die schieben uns auch über die Diele. Der Deckstand für die Stute findet offenbar großen Anklang beim XXL Ostfriesen. Sollten die Bayern in diesem Punkt tatsächlich vorn liegen? Naja, ist ja schnell gebaut. Kurz Maß nehmen, Daten merken und dann einfach in Filsum nachbauen. Die Show ist vorbei. Siegerstute, Siegerhengst, Siegerfohlen. Wenn's ums Angeben geht, stehen die Bayern den Ostfriesen jedenfalls in nichts nach. In Filsum kümmert sich die Hanken-Crew um Hof und Tiere. Auch Bürokraft Tatjana zieht es vor, ihre Arbeitszeit im Freien zu verbringen. Pferdepflegerin Becky versorgt die Stubenhocker. Einer muss sich ja opfern, auch wenn draußen die Sonne lacht. Auf einem Gelände wie dem Hankenhof gibt es an allen Ecken und Enden etwas zu tun. Und wie man sieht, läuft's auch rund, wenn Chef und Chefin nicht vor Ort sind. Tamme und Carmen sind inzwischen schon wieder unterwegs, Richtung Bad Reichenhall, wo sie Freund Thomas besuchen wollen. Aber vorher muss der XXL Ostfriese noch ein paar Termine wahrnehmen. Auch bayerische Pferde haben Rückenprobleme und der Beruf, oder besser gesagt die Berufung zum Knochenbrecher, ist hier noch weniger verbreitet als in Ostfriesland. Moin, mein Name. Hallo, grüß dich. Hast du eine große Reise gehabt, ne? Ja, oh Gott. Hi, servus. Das sind Kilometer. Morgen. Ne? Ja. Der ist größer als ich. Ich hab's gedacht. Unerheblich. Unerheblich, ja. Hoffentlich von reden die paar Zentimeter. Das ist wahr. Was habt ihr denn für Sorgen? Wo habt ihr denn Probleme mit? Ist das der erste schon? Das ist der erste von der Mir. Das ist ihr Pony. Mit dem reitet sie so kleine Turniere. Er hat eigentlich jetzt keine großen Sorgen. Vorne raus kommt er mir nicht so richtig. Wie alt ist er? Er ist jetzt 12. Und grüß dich, Anja. Hallo. Grüß dich. Guten Morgen, Sam. Hi, moin. Ja, ich bin so unauffällig, ich weiß. Dann lauf doch eben einmal in Schritt hoch und gerade wieder zurück. Und zurück. Alles nicht so einfach. Ja. Vor allem, wenn man bis dato noch kein kühlendes Bier hatte. Aber das scheint heute irgendwie nicht im Angebot zu sein. Ärgerlich. So, wie heißt dein Pony denn? Geronimo. Cooler Name. Die Eltern waren bestimmt Indianer. Der Rücken scheint soweit in Ordnung zu sein. So, jetzt schauen wir mal ins Maul rein. Okay, du bist die zukünftige kleine Reiterin, du musst es sehen. Willst du hier im Rumkommen und ihm ins Maul schauen? Was siehst du da drin? Alles rot, voller Blasen. Da rein, guck. Pass auf. Hast du es gesehen? Erzähl. Im Maul? Alles rot, voller Blasen. Das kommt gleich von der Trense. Okay. Organgebiss. Ich zeig's dir gleich mal. Soll ich den Sattel schon drauflegen? Ja, der kann.
Und dein Pony will nicht so gut an der Hand liegen? Geht immer mit dem Kopf hoch? Sag's ihm ruhig. Stimmt schon. Ja. Das liegt an der Allergie. So, und jetzt wollen wir gucken. Ich habe dich ja noch nie reiten gesehen. Aber wieso hast du immer die Beine so weit vorne beim Reiten? Stimmt das? Weißt du, wo denn das liegt? Weil der Sattel hinten zu tief ist. Vorne passt er wunderbar, hinten muss ein Keilkissen runter. Und wenn der hinten höher kommt, der Sattel, dann sitzt du ganz korrekt auf dem Pferd und brauchst dann nichts mehr denken, weil deine Beine dann automatisch dort hängen, wo sie sein sollen, an den Hilfen. Also hier muss ein Keilkissen drunter, sonst kriegst du einen Knick im Sakral, im Becken. Ja. Das bedeutet, sie hat immer die Beine zu weit vorne. Okay. Den habe ich mitbekommen, aber mir kommt vor, der ist zu eng vorne, zu tief vorne. Wenn schon ein Fachmann vor Ort ist, führt man am besten gleich alles vor. Hey, diesen würden wir noch alles so gelten lassen. Dies ist auch so ein bisschen knapp. Aber wichtig ist, der muss auch ein dickes Keilkissen haben. Okay. Also nach meinem Ermessen, ihr könnt beide Sättel benutzen. Wo ich ehrlich bin, ich ziehe den anderen etwas vor. Ja. Mhm. Nee? Wo kommen die Blasen jetzt her? Ist das das einzige Gebiss, was draufkommt? Er ist ganz frisch aufgeblüht im Maul. Und da müssen wir gucken, wo dann das liegt. So, wie alt ist dieses Teil schon? Das ist auch schon über die Uhr. Siehst du die schwarzen Stellen hier? Ja. Da ist Edelstahl weg. Okay. Und wenn sie jetzt mit Spucke und das rangeht, dann haben wir das Problem, dass Nickel durchkommt. Okay. Nickel hast du nachher Pferd im Stall, die stehen immer mit dem Kopf so da. Okay. Oder fangen mit der Lippe an zu flämen, weil Nickel wandert zum Hirn. Aha. Und das andere, was wir sehen, sind diese Gebisse, die er nicht abkann. Das ist das, oder? Jetzt wollen wir einen guten Handwerker. Dies lasse ich ja noch Geld. Ja. Ich meine, er hat eine Allergie drauf, kann er nicht gebrauchen, davon abgesehen, aber als Legierung. Aber Kupfer und Edelstahl, das ist ja Kupferbasis, Aurigan- und Argentan-Geschichte. Ja. So ein Gebiss mit einem Edelstahlring ist ganz hoch bedenklich, weil es anfängt zu oxidieren. Es ist einfach so, es sieht toll aus. Dieses Gebiss wird nicht nur gemacht, dass das Pferd durch... Er kaut ja besser drauf, weil er süßlich ist im Geschmack. Mhm. Aber wir haben die roten Stippen schon alle im Maul. Der reißt hier immer die Birne wieder hoch. Er ist ganz sensibel im Maul. Also das Pferd muss mit einem neuen Edelstahlgebiss geritten werden. Mhm. Doppelt gebrochen, 13,5, 18 dick. Und dann immer einen halben Apfel durchschneiden. Ja, und dieser halbe Apfel nimmt sofort die Schmerzen von diesen Blasen runter. Okay, und dann kann die kleine Maus dem Pferd einen halben Apfel geben, eins ist sie selber. Dann, wenn das Pferd kaut, machst du den Sattel drauf mit Keilkissen. Und dann machst du erst die Trense dicht. Und dann gibst du Gas. Warum würdest du so ein dickes Gebiss nehmen für den kleinen Knopfi? Für den kleinen Knopfi? Ja, ich nehme lieber also ein relativ 16er. Dünnes 16er oder so. Weil er dort alle schöner, ganz feine Hand. Weil er dort schöner drauf. Meinst du schon, ja? Ja. Okay. Wir müssen sehen, die Kiddies, die sollen noch gar nicht zu viel Einwirkung in dem Moment kriegen. Das Pferd soll ein liebliches Gebiss haben. Und wenn wir mit diesen, die sind schon kantige Gebisse, die auch eine Spur hinterlassen, wenn er mal richtig einen auf den Zahn kriegt. Nicht? So, dann gucken wir jetzt einfach mal nach hinten hin. Wie steht das Hinterbein? Wie steht das? Carmen, du musst Pferd festhalten nehmen. Und alle mal nach hinten und Federn gucken. Alle mal nach hinten und wir müssen hier Fehler suchen. Diese kleinen Mädels müssen hier gleich getrimmt werden. So. Jetzt sehen wir, es soll sein. Sitzbein, Sprunggelenk, Fesselträger, eine gerade. Jetzt steht er dort x-beinig drauf und das Bein tut ihm am meisten weh. Das kippt er jetzt nach außen hin. Er kippt es warum nach außen? Weil er es entlasten will, bei Gewichtaufnahme. Also tun wir ihm doch den Gefallen und schneiden beide Hufe außen kürzer. Und in dem Moment stellen wir das Pferd fest, fastbeinig und gerade im Gang. Dann haben wir ein Viertel mehr Schwung. Der kriegt 25% mehr Gas. Und auf der rechten Hand hat er seine Probleme beim Umspringen. Ja, er springt doch nicht richtig durch im Galopp. Kann er so nicht, weil er immer weg auf die 12 kriegt. Okay. So. Also,
So forsten wir die Pferde durch. Ich kann euch ja nur das Pferd gerade biegen, wie hier so ein versprungener Fesselträger. Und ein Sakralgelenk. Aber die Ursachen müssen wir dann bei der Ohren kriegen, ne? Ja. Der Knochenbrecher hat immer das gesamte Pferd im Auge. Brav, du bist ein Braven. Oft erzeugt ein kleines Problem eine Reihe von Folgeschäden. So, volle Fünfe. Auch in Ostfriesland lacht die Sonne. Tatjana hat sich mit ihrem Ziehsohn Willi einen kleinen Ausflug in die Nachbarschaft gegönnt. Der Schafbock soll neue Bekanntschaften machen. Ja, guck doch mal da. Die sind aber ein Kaliber größer wie du, wa? Na, interessiert? So, guck dir mal an. Noch ein bisschen klein, der Fremdling. Erst mal riechen, ist das überhaupt einer von uns? Man ist sich nicht sicher. Gruppenanalyse. Sie hat vor nichts Angst. Sie hat vor Schafen keine Angst. Der hat vor Pferde keine Angst. Vor Hunde nicht. Der ist so cool drauf. Er schon, aber die anderen offenbar nicht. Der ist viel kleiner wie ihr. Du, ihr seid hier Feiglinge. Kleiner schon, aber so schwarz. Zugegeben, wenn man Willi so sieht, würde er auch als Hund durchgehen. Aber dass die Artgenossen ihn nicht an seinem Geruch als einen der ihren identifiziert haben, ist schon seltsam. Egal, Willi interessiert sich sowieso nicht für die Jungs und Mädels auf der anderen Seite des Zauns. Er will lieber was erleben. In Bayern haben Carmen und Tamme ihr Domizil bei Thomas bezogen. Während Carmen noch auspackt, vergnügt sich ihr Göttergatte bereits im Biergarten. Und zwar richtig. Die gute Nachricht, neben hübschen Derns gibt's auch jede Menge Bier. Endlich! Kann man einen schöneren Feierabend haben? Fehlt nur noch ein bisschen Musik. Na bitte! Mitsingen könnte zwar schwierig werden, aber man kann sich ja auch mal bespaßen lassen. Ich hab heute zwei kühle schwarze Raben, sind eingespannt in der Vierzeiling rum. Ja, auch die Bayern können feiern. Das kommt die kein Mensch schon nicht zu. Aber ich schrei sie, ich schrei so, ja, ich schrei so, ist da Der Abend war noch lang, sehr lang. Aber der Terminplan des Knochenbrechers kennt keine Gnade. Und das, obwohl er heute Geburtstag hat. Doch wenn die Pflicht ruft, ist der XXL-Ostfriese eisern. Nicht unbedingt überpünktlich, aber prinzipiell zuverlässig. Und weil die Tage in Bayern gezählt sind, muss man sich seine Zeit gut einteilen. Viele Pferdebesitzer warten wochenlang auf einen Besuch des Knochenbrechers. Die Stimmung ist nach dieser kurzen Nacht ein wenig gedämpft. Die Gliedmaßen sind schwer und der Kopf brummt noch. Moin miteinander. Franken, hallo. Hallo. Erst mal setzen. Dein Hund, Lilly, oder was? Aber die Rast ist nur kurz. So, was haben wir hier denn? Gute 6 Jahre alt. Springpferde A platziert. Und immer so, ja, eiert immer so ein bisschen auch am Anfang und geht nicht gerne ans Gebiss und so, also ist einfach so ein bisschen, ja, manche sagen stutig, aber sehr zäh auch. Einmal den Schritt hoch und runter, dass ihr das mal seht.
was mit dem linken Huf vorne passiert. Ein kleines Stützbier könnte jetzt die Rettung sein. Aber irgendwie ist in Bayern auch nichts mehr so, wie es mal war. Nicht mal ein Wasser haben die hier. Dreht nach außen, oder? Und Höhe? Ein LKW mit großem Wendekreis. Ein Doppelschlag. Er tritt außen auf, so, und fällt nach unten. Der Huf muss außen etwas gekürzt werden. 2-3 mm. Okay. Dass er wieder plan auftritt. Du hast hier das Problem, du hast ein rotierendes Hufbein. Wenn der jetzt landet beim Springen, will er immer auf rechts landen, weil er den Druck besser verkraften kann. Das Hufbein kommt rein, von oben. Ja. Jetzt steht der Huf auf der Außenkante, ja, hoch. Und in dem Moment, wo es in die Feinkapillarität reindringt, dreht der mit einem kurzen Schlag drüber. Und dann kriegst du diese ganzen Blutgefäße, die zerdrücken, die platzen. Du kriegst eine Hufrolle. Der müsste eigentlich gar nicht nach außen gucken mit dem Huf. Der sollte ein bisschen planer machen, ein bisschen wieder nach innen reinholen. Denn dieses vom Schmied gemacht, diese Stellung, nicht vom Pferd, wie es Haus aussah. Okay. Und dann kann der Schmied es ja auch wieder richten. Und er muss ja, wenn er da, du springst, damit gehe ich. Ja. Nicht? Ja. Für Springpferde ist ein korrekter Hufbeschlag natürlich besonders wichtig. Von wegen Stoßdämpfer und so. So ist gut. Wenn's ums Pferd geht, gilt beim Knochenbrecher absolute Sorgfaltspflicht. Jedes Gelenk, jeder Wirbel wird nacheinander überprüft. Im Fuß. Da mach ganz Theater. So, den wollte ich haben. Viele Probleme kann er nicht sehen, sondern nur ertasten. Oder er klärt sie ab, indem er prüft, ob's knackt. Und es knackt fast immer. Also wenn du das vorne in den Griff kriegst, dürftest du deine Probleme ruckzuck behoben haben. Okay. Leichten Selenmangel. Bevor der Knochenbrecher Richtung Bayern aufgebrochen ist, hat er seiner Mannschaft eine ganze Liste von Aufgaben zurückgelassen. Beispielsweise soll Becky Willis Eltern Hermann und Marlene eine Wurmkur verabreichen. Leichter gesagt als getan. Auch Zwergschafe können ganz schön bockig sein. Hilfe muss her. Aber auch die scheitert an dem geschickten Hackenschlag der Fellknäule. Könnte ein Tagesprogramm werden. Könnte auch gar nicht klappen, so gewieft wie die beiden sind. Damit der XXL-Ostfriese an seinem Geburtstag nicht nur Pferde einrenkt, hat sich Freund Thomas für den Nachmittag ein besonderes Ausflugsziel überlegt. Eines, das dem Knochenbrecher sicher sehr gefallen wird. Ein Brauereibesuch. Das ist doch mal eine Überraschung. Sieht alles sehr einladend aus. Köstliches, erfrischendes Bier. Da läuft einem ja das Wasser im Munde zusammen. Na, Tamme, jetzt ein Fläschchen in Ehren. Das wär's doch. Aber irgendwie bietet einem keiner eins an. Sind hier wohl alle zu beschäftigt, um mal kurz einen auszugeben. Also geht's erstmal woanders hin. In die alten Salinen. Das hat doch was, oder? Ist zumindest schön kühl. Aber irgendwie auch ganz schön eng. Offenbar muss man sich neuerdings in Bayern sein Bier ganz hart erarbeiten. Der wird immer niedriger. Sind ja auch viel kleiner, die Bayern. Der Hund, der diesen Tunnel gebaut hat, der Barber, der ist immer kleiner geworden zum Schluss. Schön. Nur, wo ist das Bier? Und wo der Ausgang? Wird kalt, ne? Kamel? Immerhin, der Knochenbrecher macht das Beste draus. Donnerlippchen. Und täuscht Interesse vor.
Da kommen wir dann her. Jetzt ein Bierchen, nur ein ganz kleines. Und hier, dieses ist natürlich einmalig jetzt. Der Stollen ist für mich gut. Das Haus ist schon schön, aber was hier unten abspielt, ist ja atemberaubend. Diese ganzen Stollen und alles und diese kleinen Nischen. Ja, und alles du hättest schon Platz da unten. Es ist unglaublich. Unglaublich. Aber jetzt reicht's auch. Nichts wie raus. Aber wer geglaubt hat, über der Erde wartet ein frisches Blondes, wird wieder enttäuscht. Überall stellen sich Hindernisse in den Weg. Du, gell, kannst du mir mal schnell beim Sudhaus reinlassen? Weil ich den Schlüssel hin vergessen hab. Und ich hab, ja, und ich hab ein paar Gäste da. Ja, gut. Ein Bier soll er lassen und schneiden. Wir haben eigentlich ganz klassisches kaltes Gärverfahren, das heißt handwerklich noch. Wir haben keine Schneegärverfahren, wir brauchen halt so 4 bis 6 Wochen, bis das Bier fertig ist, je nach Biersorten. Also nichts. Also es braucht seine Zeit. Aha. Bier braucht seine Zeit, weil es muss auch reifen, weil so schmeckt es nicht. Und Wurmkuchen brauchen auch ihre Zeit. Die schmecken zwar nie, sind aber notwendig. So, Hermann, jetzt bist du fällig. Und Marlene gleich mit. Tja, Schnitzel, da ist der Knochenbrecher schon mal weg und man hat trotzdem keine Ruhe. Schnur drauf. Zack, Wurmkur rein, schlucken und fertig. Und deshalb so ein Theater? So, Hermann, einfach mitmachen, dann hat man's schneller hinter sich. Alles halb so wild. In Bayern geht's weiter, Trepp auf, Trepp ab. So viel ist der XXL-Ostfriese in den letzten 3 Monaten nicht gelaufen. Ich sag, der Kessel ist leer, das haben wir gestern Abend geschafft. Aber schön. Aber leer. Das gehört auch dazu, Mensch, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, ihr habt irgendwo einen Bottich rein mit der ganzen Geschichte durch die Gerührten stehen lassen. Na, das ist das englische Verfahren. Also, wir haben ja das Klassische nach dem Reinheitsgebot und da bedarf es mehr Arbeitsschritte, da ein Bier herzustellen, als wir, wenn wir haben wir auch nicht das Bier. Konventionell und hartwerklich arbeitet. Schauen wir da hin, wo es hinkommt, zum Gern. Ja. Klar, nichts lieber als das. Irgendwie hat man sich die bayerische Gemütlichkeit anders vorgestellt. Mehr so wie gestern Abend, aber nichts zu machen. Das Programm steht und man kommt aus der Nummer nicht raus. Vielleicht darf man ja am Ende doch mal probieren. Ein winziges Schlückchen wenigstens. Na, das ist ja schon mal was. Und gleich ein ganzes Becken voll. Da könnte man doch ein Gläschen abschöpfen. Hoffnung keimt auf. Also so schaut es während dem Bier aus. Da spricht man von Jungbier. Das ist gerade am Gären, in der Hauptgärung. Und je besser das Bier gärt, umso besser ist diese Schaumdecke, sagt man Drösendecke. Gärt noch, also weiter durch die Katakomben. Vielleicht kommt man ja auf Umwegen wieder in die Apfelhalle. Das Treppenlaufen habt ihr drauf, das merke ich wohl. Das kann man so sagen. Ich bin in meinem Leben noch nicht so viel Treppen gelaufen. Und du musstest auch noch nie so viel für ein einziges Bier tun. Na, endlich. Es wird angezapft. Oder etwa doch nicht? Wo geht's denn jetzt wieder hin? Also, dieses Bier hat sich der XXL-Ostfriese aber wirklich erwandert. Na dann, Prost! Weil die Hankenhof-Crew heute nicht mit dem XXL-Ostfriesen auf seinen Geburtstag anstoßen kann, hat man sich eine Überraschung überlegt. Bei seiner Rückkehr soll der Hof komplett aufgeräumt sein. Kein Unkraut soll sein Auge trüben. Die Ställe sollen aussehen wie geleckt, und zwar von außen und innen. Kein Misthaufengeruch soll seine Nase irritieren.
Kleine Spinnweben an den Wänden sollen seinen Unmut erregen. Alles soll strahlen und glänzen. Sogar die Tiere zeigen sich von ihrer Schokoladenseite. Die Hofmitarbeiter schuften den lieben langen Tag, nur für ihren Chef. Ach ja, und das Holz für den Winter wird auch schon vorbereitet. Ist ja kaum noch was da. Ein schöneres Geschenk könnte man dem XXL-Ostfriesen wohl kaum machen. Einmal im Schritt im Hoch und Runter. Moin. Aber der Knochenbrecher ist auch hart zu sich selbst. Gut, wir haben's gesehen. Die rechte Seite hinten. Bevor wieder gefeiert wird, wird gearbeitet. Ein paar Tage dauert das, bis er wieder fit ist. Sollte da wahrscheinlich noch kommen. Aber nach der Tour de Force durch die Brauerei muss man erstmal wieder zu sich finden. Für das Alter ist er noch toll drauf, muss man sagen. 26, super bei Fleisch. Der Rücken ist auch noch ziemlich stark. Da, Fitzelein, alles gut. Du musst immer an meiner Seite bleiben. Du bleibst immer an meiner Seite. Sonst kommt er uns mit den Arschen drin, das beide um, oder? Und ist noch gut im Beritt und so? Naja, zweimal die Woche. Immerhin, mit 26. So, jetzt mal im Maul nachsehen, ob und welche Mangelerscheinungen vorliegen. Selen- und Eisenmangel, ganz deutlich. Das wird ein bisschen wieder flotter kriegen. Upsala. Ist ein bisschen müde gewesen die letzte Zeit beim Reiten. Dass er treiben muss. Kann man Schirn auch ein bisschen müde. Ja, der ist ziemlich blass in der Schnauze. So, Kopf gerade halten. Vorne können wir nur noch mittelgradig was helfen, weil dort hat er eine ordentliche Arthrose schon drin. Bei Arthrose ist zu viel Manipulation eher kontraproduktiv. Mehr geht's gar nicht mehr. Vorne also total eingeschränkt in der Bewegung. Hinten links scheint's besser zu sein. Da geht noch was. Ab ihn. Aber rechts kann der Knochenbrecher nur noch bis zum Knie renken. Die meisten Pferde arrangieren sich mit ihrer Arthrose. Man sollte nicht mehr allzu viel verrücken. Nein, nein, nein. So. Da war er ja schon. Ein paar Schritte vorwärts und einmal rückwärts richten. Gut, das funktioniert sehr gut wieder. Rechte Seite des Knie, das war sein Problem. Geh nur einen Schritt da mal hin und den Trab zurück. Wenn auch mit Einschränkungen. Aber für 26 Jahre ist dieses Pferd wirklich noch richtig flott unterwegs. Sehr gut. Wenn es weiter gut bewegt wird, kann es noch lange fit bleiben. Gut, das Knie ist drin. Zwei, drei Tage solltet ihr den noch so ein bisschen Piano und dann ist gut. Jeden Tag eine Flasche Malzbier. Ich schreibe das auf. Lärm ist er hinten fast nicht mehr, geht auch gut zurück. Aber zwei, drei Tage, denke ich, da sind die Entzündungen alle weg. Und ruhig, halbe Stunde Schritt, Stunde Trab Galopp, halbe Stunde Schritt jeden Tag. Das ist schon das Maß, was er noch ab kann. Endlich Abend, endlich Geburtstag feiern. Aber der Knochenbrecher muss erfahren, dass man sich in Bayern auch sein Essen selbst erarbeiten muss.
Komm, Schätzelein, welche Seite ist zu mir? Ja, dann einfach ganz gemischt urichtet haben wir. Sperrrips her, bitte. So. Da legen wir dann auch mal ein. Fünf Stück haben wir drauf. Vor allem den fünf Stück. Von den Bäumen ja. Hier. Mit Fleisch wird schon mal nicht gegeizt. Fünf Stück von jeder Sorte pro Schlachtplatte. Das sollte reichen. Ente, Schnitzel, Fleischpflanzerl und Sperrrips. Fleischpflanzerl. So nennen die Bayern ihre Frikadellen. Grillmeister Friedi würden sich die Nackenhaare aufstellen, wenn er das hören würde. Wie viel hast du? Fünf. Okay. Garnituren bitte drauf. Gurken noch ein bisschen, oder was? Garnituren. Zitronenbrei haben wir nur bitte auch mit. Danke. Sieht allerdings sehr lecker aus. Dann kann's ja losgehen. Ja, wer denn schon? Küchenchef! Schätzele! Ja, das freut mich ja. Du hast die richtige Größe da drinnen in der Küche. Ich würde das auch alles hier drauf hinstellen für euch. Dann gehen wir mal. Schauen wir mal, dass wir sie alle satt kriegen. Wie? Und was ist mit dem Geburtstagskind? Das muss weiterarbeiten. Mit einer Fleischplatte ist es ja nicht getan. Bisschen Tomate und sowas. Damit, danke schön. Eine Donner. Genau, Garnitur nennt man das. Und auf die legen die Bayern ja ganz besonderen Wert. Sehr hübsch. Hör mal hier. Das machst du richtig gut. Wir haben jetzt die gleiche Idee gehabt. Schätzelein. Das ist nicht übertreiben. Nicht übertreiben. So, weg damit. Und raus. Und die Glocke. Dass der Service was zu tun hat. Die freuen sich auf die Arbeit. Dieser Bayern-Besuch war scheinbar ein indirektes Seminar zum Thema Geduld. So, jetzt gehen wir zum Essen raus. Angerichtet ist. Na endlich, das Geburtstagskind darf sitzen. Jetzt wird erst mal geschlemmt. War aber auch ein ereignisreicher Tag. Erst die vielen Treppen, dann die vielen Pferde und jetzt das viele Fleisch. Und das alles am Geburtstag. Na bitte, Ständchen und Torte. Caruso. Herzlichen Glückwunsch, Tamme. Solange das Feuer brennt.